unterschiedliche Sanktionen. Ich finde zum Beispiel jetzt die Sanktion vom Westen her keine Halbleiter oder halt Mikrochips, einfach gesagt. Also alles, was verwendet werden kann von Russland, auch keine Autos und so, nach Russland zu exportieren, damit die dort ihre Waffen bauen können, also bessere Waffen, die auch technisch besser sind. Das finde ich ist eine gute Sanktion, weil das Manifest die Kriegsfähigkeit von Russland einschränkt. Was denkst du darüber? Nein, lehne ich auch ab. Also wir sehen ja, dass Russland sich die Halbleiter von woanders her besorgt, beziehungsweise die westlichen Halbleiter beispielsweise über zentralasiatische Republiken versucht einzuführen und die russische Rüstungsproduktion nicht gesunken, sondern eher gestiegen ist. Zumindest Man nach muss aber allem, sagen, was dass wir das öffentlich trotzdem verfügbar Wirkung haben. gezeigt hat, weil das hat gedauert, bis sich diese Handelswege etabliert haben. Weil normal, früher, es war lange Zeit so, dass China nicht wirklich mit Russland Halbleiter gehandelt hat. Weil es war oftmals so, dass Halbleiter im Westen in Geräte eingebaut wurden und die wurden dann vom Westen nach Russland geschickt. Das heißt, die Handelswege waren ganz anders. Bis sich diese Handelswege etabliert haben zwischen China und Russland, also diese Lieferketten, hat es gedauert. Das hat auch dazu geführt, dass eben dieser Erdrutschsieg, der von vielen prognostiziert wurde, dass es zu dem nicht kam. Also da ist zum Beispiel, hat die Sanktion dann schon Wirkung gezeigt, muss man sagen. Nee, Russland braucht ja auch, um die Rüstungsproduktion anzukurbeln. Also der Erdrutschsieg, der hatte ja damit zu tun, dass Russland sich bei seinen militärischen Planungen völlig verzockt hat und dem Westen vor Ist ein Kriegsbeginn Teil, es gut ja, ein genug Teil. gelungen ist, die Ukraine schon hochzurüsten. Ich meine, da hat es ja seit 2014, seit dem westlichen Putsch dort massive militärische Kooperationen gegeben. Ja, klar. Jetzt habe ich dann folgende Frage. Also du bist auch. Können wir kurz weg von Sanktionen gehen oder möchtest du lieber noch da bleiben? Weil ich Ja, möchte zu den, können ich auch möchte zu den, weggehen. ich möchte zu den Waffenlieferungen. Weil was ich jetzt finde, die Waffenlieferungen an die Ukraine. Wenn wir die jetzt beenden, was passiert? Die Ukraine verliert den Krieg. Das ganze ukrainische Staatsgebiet wird sich Russland einverleiben. Nein. Nein, ist das nicht so? Das ist eine Prämisse, die. Ist nicht das, was die Sarah, ist das nicht das, was die Sarah Wagenknecht sagt? Dass da ein Krieg, dass da eine Pattstellung kriegerisch weitergeführt wird, nur weil der Westen das macht. Wenn der Westen das nicht machen würde, dann gäbe es diese Pattstellung nicht. Was sie dann natürlich nicht ausspricht, ist, dass es diese Pattstellung nicht gäbe, weil Russland die Ukraine überrennen würde. Das, Nein. okay. Das ist Also das, die was sie Prämisse. impliziert, ja? Die würde ich grundsätzlich anzweifeln. Russland hat der Ukraine schon vor geraumer Zeit folgendes Friedensangebot gemacht. Wir bekommen die vier ostukrainischen Oblasten, die wir annektiert haben, beziehungsweise Anerkennung der territorialen Realitäten hat man gesagt. Die Ukraine entfernt die rechtsradikalen Elemente aus ihrer Politik. Es findet eine Demilitarisierung der Ukraine statt und die Ukraine wird neutral. Und im Gegenzug beenden wir die Kampfhandlungen. Das Ja, war das russische genau. Angebot. Also, Und Moment, wenn man aber sich mit Russland mit Verwa jetzt habe ich eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen diesem russischen Friedensangebot und einem kompletten Sieg von Russland gegenüber der Ukraine? Das Einzige ist, dass sie nicht direkt das Land besetzen. Aber trotzdem haben sie, ja, ich meine, die Ostukraine ist jetzt nicht der größte Teil, aber das ist trotzdem der wirtschaftlich wichtigste Teil für die Ukraine. Das heißt, de facto, das ist ein Friedensangebot, wo es am Ende so ist, als hätten sie den Krieg gewonnen. Mit ein paar Abstrichen. Das ist kein Friedensangebot, auf Basis dessen die Ukraine eine Verhandlung begehen kann. Ich möchte nur kurz dich unterbrechen, weil ich finde, wie heißt der, Coco Banana hat einen guten Punkt gemacht. Frieden ist das Erste. Das war die Antwort darauf, warum ich der Meinung bin, wir sollten weiterhin Waffen schicken. Die Frage ist es. Die Vorstellung, dass es Frieden in der Ukraine gibt, wenn Russland sich einmal die ganze Ukraine einverleibt hat, wenn man sich anschaut, was die für Kriegsverbrechen begangen haben, schon in den ersten Wochen dieses Krieges. Also da geht es ja nicht nur um Landgewinn, da geht es ja für die Menschen, für die Truppen von Russland, geht es ja da um viel mehr. Das merkt man ja auch am Umgang mit der Zivilbevölkerung. Also, dass man das als Frieden bezeichnet, wie das dieser Chatter gerade gemacht hat, das möchte ich nur entschieden zurückweisen. Es tut mir leid, dass Also ich jetzt darauf eingegangen bin, aber das war mir wichtig. die Ukraine geht mit der russischsprachigen Zivilbevölkerung im Osten nicht sehr viel besser um. Also da gab es seit 2014 einen Bürgerkrieg, wo die Ukraine immer wieder Proteste beschossen hat, Wohngebäude beschossen hat. Also das gab es zahlreich seitdem. Also die Ukraine, die geht in den russischsprachigen Gebieten nicht zimperlicher vor als Russland in den ukrainischsprachigen Gebieten. Du meinst ja vor allem wahrscheinlich die Morde, die von Russlands Militär in den Ja, in Vororten von Butcher. Kiew begangen wurden, Nein, oder? nein, nein, Ja. nein. Ja, genau, fort. Ja, das, ja. Genau.
Ja, wie soll ich sagen, auch die Rhetorik, nicht nur das, auch die Rhetorik, die von Putin vor allem an den Tag gelegt wird, das ist jetzt für mich nicht die Rhetorik von einem Staatsmann, von einem von reinem Imperialismus, sondern Ukrainer sind ist keine richtige Ethnie, das sind alles Russen, es geht um Blut und Boden, das hat er ja verwendet bei der Ansprache am 24. oder wann auch immer der Krieg, Ansprache vor dem. Er hat ja wirklich zutiefst nationalistische und ich würde sagen neonazistische Begriffe auch verwendet. Ja, hat er gesagt, Blut und Boden, Also ja, was willst du aber von er mir? hat auch gesagt, dass die ukrainische Sprache zu Russland gehöre und dass es Ja, genau, Schwachsinn dass wäre, das. die jetzt zu verbieten, Nein. beispielsweise. Lenk nicht ab von meinem Hauptthema, welcher ist, dass es da nicht nur darum geht, das Land zu gewinnen, sondern auch die ukrainische Ethnie irgendwie zu denigrieren, wenn nicht sogar in die russische einzuverleiben und halt durch Gewalt. Das hat er ja auch durch Softpower versucht, wie man das nennt. Er hat ja Janukowitsch gehabt als de facto Puppenpräsidenten, Marionettenpräsidenten, der sehr viel von seinen Politikanleitungen aus Russland bekommen hat. Gibt sehr, sehr klare Nachzeichnungen von seinen politischen Vorhaben und wie das. Ja, gut, ich schweife ab. Das wurde abgelehnt von der ukrainischen Regierung. Es war ukrainische Regierung, von der ukrainischen Bevölkerung. Das heißt, Woher da. nimmst du das? Also Janukowitsch wurde demokratisch gewählt oder weggeputscht. Also der wurde ja nicht Nein, er wurde abgewählt oder nicht. so. Er wurde von wem wurde er weggepusht? Von der Bevölkerung, die ihn dann nicht mehr Nicht gut von der gefunden haben. Bevölkerung. Na doch, sicher. Das war ein Gab Aufstand es der da eine Bevölkerung. Volksabstimmung? Wollte er, dass Janukowitsch abgesetzt wird? Oder wurde Janukowitsch Nein, die unter kann. Nein, Androhung nein, eines er war der Revolutionstribunals aus der Regierung. Landes getrieben? Er Was ist war. denn da Moment, passiert Moment, er war 2014? Regierungschef. Natürlich, es kann ja keine Volksbefragung geben, wenn die Regierung, die eine Mehrheit im Parlament hat, dem nicht zustimmt. What the fuck? Natürlich gab es keine Volksabstimmung, die kann ja nicht gegen den Willen der Regierenden stattfinden. In den seltenen Fällen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das genau gemanagt wird. Es gibt ganz wenige politische Systeme, wo man mit Minderheit im Parlament eine Volksabstimmung anberaumen kann. Ich bin zu 99% überzeugt, dass das in der Ukraine nicht geht. Das heißt, der einzige Weg, wie man diesen Typen loswerden hätte können, war eben durch diesen Aufstand. Also Nein, ich es gab erinnere an 2015 eine Wahl. Euromaidan. Also Google mal Euromaidan. 2015, ja, ich weiß, was da passiert ist. Da Ja, wurde dann Janukowitsch eben verstehe ich nicht, wie du weggeputscht. das sagst. Nochmal, es kam Bevölkerungsaufstand. Das ist unter Es war Push kein verstehe ich was Bevölkerungsaufstand. Da anderes. haben extrem nationalistische Kräfte, die vor allem aus der West- und Zentralukraine kamen und da einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung hatten, in Kiew demonstriert. Also in der Ostukraine, da gab es ja nach dem Putsch gegen Janukowitsch einen von der Bevölkerung getragenen und auch von Russland unterstützt, muss man dazu sagen, Anti-Maidan. Also da gab es ja auch massive Proteste der Bevölkerung gegen das neue Regime in Kiew. Naja, aber es hätte 2015 eine neue Präsidentschaftswahl gegeben. Da hätte Janukowitsch ganz demokratisch abgewählt werden können. Das Parlament hätte ihn auch, wenn es eine Mehrheit dafür gegeben hätte, absetzen können. Aber diese Mehrheit gab es im Parlament nicht. Es gab eine Parlamentsabstimmung und da wurde, also hat lustigerweise auch erst stattgefunden, als er schon vertrieben worden war. Also es war mehr oder weniger der Versuch, diesen Putsch im Nachhinein irgendwie noch zu legitimieren, irgendwie den noch einzuwaschen, aber nicht mal das hat funktioniert. Also nicht mal dort hat man im Parlament eine Mehrheit, also die erforderlich, also man hat eine Mehrheit zusammenbekommen, aber nicht die erforderliche Mehrheit gegen Janukowitsch. Also nicht mal dieser Versuch, diesen Putsch nachträglich zu legalisieren, was ich schon ein bisschen albern war, er hatte ja zu dem Zeitpunkt schon stattgefunden, nicht mal der war erfolgreich. Also das war ein Putsch, der ganz eindeutig gegen die ukrainische Verfassung verstoßen hat und der die Ukraine in Brand Moment, gesetzt hat. ein Putsch, der gegen eine Verfassung verstößt? Erklär mir einen Ja. Putsch, der nicht gegen eine Verfassung verstößt. Ja, sag ich ja, sag ich ja. Ja, aber ist jetzt die Verfassung, okay, Verfassung ist das jetzt die Messlatte für alle? Also es stand mal in der Verfassung, dass Frauen nicht wählen durften, zum Beispiel jetzt in Österreich. Oder zumindest war das Gesetz, dass Frauen wählen durften, hat es nicht gegeben. Aber das war ja gegen die Verfassung dann de facto, dass Frauen wählen dürfen in Österreich, muss ich sagen. Also bis 1918. Also die Verfassung ist jetzt nicht die. Okay, ich habe mich da jetzt ein bisschen verlaufen, weil ich bin es gewohnt, dass diese Verfassungsdebatten im amerikanischen Raum, aber du möchtest ja nicht über Amerika reden. Ich will sagen, die Verfassung ist nicht die Messlatte für alle. Ich möchte mich da jetzt auch nicht verrennen in dem ganzen Ja, Euromaidan, weil aber wir kommen weg von den wir das kommen ist doch weg bei von der den Sanktionen. Krim-Annexion, das ist schon zentral mit der Verfassung, denn das ist bei den Krim-Annexionen nämlich immer die Begründung, dass das von Russland da illegal war. Dieses Krim-Referendum, das verstieß ja gegen die ukrainische Verfassung.
Das ist dann immer das Argument, was dann kommt. Also bei der Krim, da ist die ukrainische Verfassung ganz wichtig, aber wenn es um den Regierungswechsel in Kiew geht, dann plötzlich nicht mehr. Ich Also habe muss ich schon hab das entscheiden. noch gar nicht Du hast das genannt. mit der Krim nicht gebracht, Nein, aber das ist das weil Argument, ich was dann immer davon kommt. auch wegkommen möchte. Wir hatten jetzt nämlich, wo haben wir jetzt über die Sanktionen oder über die Waffenlieferungen gesprochen? Wo waren wir jetzt? Bei den Waffenlieferungen und warum diese abzulehnen Ja, sind. Entschuldigung, das ist vielleicht jetzt noch nicht, ich weiß, ich es noch nicht gesagt habe, ist natürlich, wir waren auch noch nicht bei Krim. Natürlich ist die Annexion völkerrechtswidrig gewesen, also brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Und auch dann die Da de gibt es eine facto, Debatte. da gibt es eine Debatte zwischen Idioten und Völkerrechtlern, ja, genau. Ja. Es gibt ein Selbstbestimmungsrecht der Völker, nachdem Völker selbst entscheiden können, ja, wozu sie gehören. Und es gibt die territorielle Integrität von Nationen. Und das sind Dinge, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Und die meisten Und die Völkerrechtler neigen Abwägung dazu, die ist den territoriale Faktenvölkerrechtlern. Ja, Integrität genau. von Genau. Nationen höher zu werten und es damit als völkerrechtswidrig zu bezeichnen. Genau. Aber wie gesagt, das ist immer eine Abwägungsfrage. Natürlich ist es immer eine Abwägung, aber es ist jetzt auch immer eine Abwägung, ob jetzt Arbeitnehmerrechte wichtiger sind oder Arbeitgeberrechte. Und trotzdem können wir doch für uns, ich kann jetzt, also du als Sozialdemokrat wahrscheinlich auch, es ist wahrscheinlich eher wichtig, Arbeitnehmerrechte zu schützen, weil das mehr Menschen betrifft als jetzt Arbeitgeber. Und auch Arbeitgeber eher in der Lage sind, Macht gegenüber Arbeitnehmern auszuwirken. Aber okay, wir schweifen ab vom Thema. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Es tut mir leid, ich komme immer ins Galoppieren. Waffenlieferungen. Du bist gegen Waffenlieferungen, weil du nicht willst, dass diese Pattstellung weitergeht. Und du hast ein Problem mit die These von vielen, dass wenn die Waffenlieferungen aufhören würden, dass die Ukraine dann überrannt werden würde. Damit hast du ein Problem. Das siehst du anders. Ja, absolut. Also Russland ist ja, hatte ich vorhin schon gesagt, die russischen Friedensbedingungen sind relativ einfach. Entnazifizierung, Demilitarisierung, Neutralität sowie Anerkennung der territorialen Realitäten. Das sind die russischen Forderungen und wüsste nicht, warum man darüber nicht verhandeln könnte. Ich find, das ist ein Euphemismus. Anerkennung der territorialen Realitäten. Sag's doch, wie es ist. Das, was wir gewonnen haben, behalten wir. Ja. Ja. Aber wie soll ich sagen, dass die Akzeptanz von solchen Bedingungen wie soll ich sagen, für eine Friedensverhandlung, dass das für ein Land nicht tragbar ist, was gerade die wirtschaftlich wichtigste, also allgemein, das gerade Land verloren hat, wo einmarschiert wurde, dass das als Bedingung nicht tragbar ist, das ist ja wohl logisch. Oder nicht? Und ich muss eins sagen, ich habe letztens ist gut. Vor 2 Monaten oder so habe ich einen Artikel gelesen in der Zeit, wo gesagt wurde, so ja, dass der Zelensky ein bisschen sozusagen high vom Nationalismus ist, dass er wirklich so total tief drinnen ist in seinem und dass er ein bisschen zu verrannt ist. Das ist ein Kritikpunkt, der wurde von vielen von seinen Beratern gebracht, den lasse ich akzeptieren. Aber solange die Bevölkerung in der Ukraine bereit ist, diese Opfer zu bringen für den Krieg, sehe ich jetzt nicht das Recht vom Westen, dass sich zumindest der Ukraine, weil die Ukraine möchte Teil sein von westlichen Handelsbeziehungen, weil das wirtschaftlich profitabler ist für sie als mit Russland. Warum soll jetzt der Westen, wenn die ukrainische Bevölkerung bereit ist, das noch weiterzumachen, sagen, nö, wollen wir nicht? Du hattest eine Bemerkung und eine Frage. Also deine Bemerkung war, es wäre für die Ukraine wirtschaftlich profitabler, mit dem Westen zu handeln. Das ist Quatsch. Also das kann man sich aus der Das ist Realität der Quatsch. letzten, ja, das ist absoluter Quatsch. Also seit 2014 ist die ukrainische Wirtschaft ja im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften noch weiter abgerutscht, seitdem sie sich im Westen orientiert hatte. Da ist auch die Inflation mehrmals explodiert. Die Notenbank hat die Zinsen viel zu hoch gesetzt, was die Investition noch weiter abgewürgt hat. Die Abwanderung ist weitergegangen. Also es war eine absolute Katastrophe seit 2014. Darf ich was sagen? Und jetzt, Nur ein Satz. sorry, ich bin gerade ein Korrelation bisschen ist außer nicht Atem. Kausalität. Ja, du, lass die Zeit. Aber ich frage mich, ob das, okay, nicht nur ich frage mich, ich gehe nicht davon aus, dass das einzig und allein darauf zurückzuführen ist, dass sich die ukrainische Wirtschaft am Westen orientiert hat. Und ich Doch, doch, glaube, das das liegt russische einzig und Angebot allein, 2014 ja. war einfach besser. Deswegen hatte sich Janukowitsch ja dafür entschieden. Aber jetzt Ach komme ich zu so, deiner eigentlichen ja, na, Frage. nein, aber das musst du mir dann noch belegen. Du kommst zu meiner eigentlichen Frage, aber dann möchte ich das ein bisschen belegt haben, dass der wirtschaftliche Abschwung der Ukraine seit 2017 bis zum Anfang des Krieges
auf die wirtschaftliche Orientierung gen Westen zu tun hat. Ich kann dir einen guten Artikel dazu verlinken, Ja? beziehungsweise eine Artikelreihe, die Schickst du es im Chat? heißt, Oder wie ich glaube, heißt's? Russland, das ökonomische Desaster, was wir angerichtet haben, Russland und Osteuropa, das ökonomische Desaster, was wir angerichtet haben, wird vergessen von Heiner Flassbeck. Ja. Oder glaube, dass er so hieß. Geht er da auf die Ich Schocktherapie ein, schicke mir oder dir gleich was? nochmal, ich schicke mir dir gleich nochmal. Naja, aber Geht auf kommen wir Schocktherapie jetzt. ein, weil das, ja, natürlich ist das furchtbar. Ja, nicht nur die Schocktherapie, auch seit 2014. Da sind so die BIP-Grafiken der Ukraine und das hat sich in Relation zu dem Ich BIP sehe es gerade, ja. Westeuropas Ich muss mir das dann nicht sonderlich durchlesen. positiv entwickelt. Ja, Achso, du klar. hast den Artikel schon Ich gefunden? habe ihn schon gefunden, ja. Du Ich bist so werde ihn mir schnell. jetzt nicht durchlesen, weil er ist lang, aber ich werde ihn mir Das sind reinziehen, vier ja. Artikel. Da Vier musst du Artikel. die BIP-Statistiken, die sind am wichtigsten und dann schau dir an, was seit 2014 passiert ist. Also das sieht nicht sonderlich gut aus, vor allem da die Ukraine Wobei man ihre sagen muss, Schocktherapie BIP ist besonders ja hart nicht der einzig abgestürzt ist. relevante Faktor, aber ja, ich werde es mir anschauen. Also ja, das BIP, das ist noch sogar in der Ukraine sehr inegalitär verteilt. Also das heißt, du hast eine breite Schicht der Bevölkerung, der sehr, sehr schlecht geht. Naja, aber kommen wir jetzt zu deinem anderen. Die Bevölkerung der Ukraine will das. Woher weißt du das? Ich muss sagen, ich beziehe das eher aus Umfragen. Das Problem ist, dass keine Wahlen durchgeführt werden am Anfang von einem Krieg, wenn man angegriffen wird, ob man das will oder nicht. Umfragen haben natürlich immer ihre Biases. Ich muss dazu sagen, die Umfragen, die ich gesehen habe bis vor kurzem, sind eher positiv. Kann sein, dass sich's geändert hat. Es ist ein langer Krieg, da schwanken auch die Meinungen. Aber im Großen und Ganzen hätte ich schon vom Tenor her mitbekommen, dass die Ukraine oder die ukrainische Bevölkerung, ich möchte nicht abstrahieren, dass die Menschen in der Ukraine sind, keinen Bock darauf haben, erstens einmal diese Friedensbedingungen anzunehmen, und zweitens einmal nicht aufgeben wollen. Die Frage ist ja, sind sie bereit, zu Hunderttausenden dafür zu sterben? Und die Ukraine, die verbietet ja Männern in unserem Alter die Ausreise aus der Ukraine. Man muss dazu Also. sagen, das ist autoritär, deswegen sind Staaten scheiße. Das ist jetzt aber kein Alleinstellungsmerkmal von der Ukraine. Also in vielen anderen Also. Ländern ist das genauso. Es ist In Kacke, Russland aber das beispielsweise ist nicht. eine. Also in Ja, Russland Russland kannst du hat nicht auch ein der anderes anderen. Militär als die Ukraine. Also in Russland hast du einfach viel mehr, wie sagen, bevölkerungsstärkeres Land hat mehr Soldaten. Das ist leider so. Also in Russland Das kannst du dich der Einberufung macht es nicht menschlich ganz. besser, es ist eine Tragödie, aber wenn die Menschen bereit sind, und das mache ich an den Umfragen fest, es gibt leider keinen besseren Seismografen derzeit dort, es gibt keine Wahlen oder so, wenn die bereit sind zu kämpfen, bin ich der Ansicht, dass der Westen, zumindest um jetzt die Ausweitung von einem faschistischen Regime, wie das Putin halt ist, um das zu verhindern, allein schon muss er dort Waffen hinschicken. Unter der Voraussetzung, dass die Ukraine kämpfen will, was die ukrainische Bevölkerung will und was auch der Präsident will. Aber es ist, ja, das ist so meine Position. Also in der Ukraine werden kritische Medien zensiert. Die meisten Oppositionsparteien wurden schon Anfang des Krieges verboten. Also Welche wir haben in der Ukraine Oppositionsparteien denn? Was für beispielsweise. Positionen vertreten die? Nein, ich weiß schon, welche du meinst. Aber jetzt die rhetorische Frage natürlich. Was für Positionen vertreten die denn? Pro-russische. Natürlich, wenn die Nein, Ukraine die wollen von. einfach Nein, 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 Frieden. nein, Die nein. wollen Ja, achso, die Frieden. wollen Frieden. Ja, genau. Putin will ja auch Frieden mit diesem Friedensangebot. Natürlich, wenn ein Land angegriffen wird und du hast oppositionelle Medien, die halt, weil derzeit auch vor dem Krieg schon war Selenskyj sehr Russland kritisch und eher dem Westen zugeneigt. Natürlich, logischerweise, die Opposition ist dann pro-russisch. Wenn jetzt Russland angreift, ist es nur logisch, dass ein Staat dann diese Medien verbietet. Und jetzt, wie soll ich sagen, glaubst du, dass Ja, aber dann sind äußer Umfragen dich doch mal, äußer. hinfällig, wenn es keine Debatte gibt. Nein, nicht wirklich. Sie sind hinfälliger. Als bei uns jetzt Umfragen sind, wo eine freiere Debatte stattfinden kann. Aber dennoch sind sie zumindest so weit aussagekräftig, dass ich anhand dessen, weil was soll ich denn anderes machen? Sind die besten Daten, die ich habe, die besten Daten, die wir haben, sprechen dafür, dass die ukrainische Bevölkerung nicht Bock hat, aber dass sie diesen Krieg weiterführen möchte. Und jetzt soll ich Ihnen das, ich. Jetzt soll der Westen ihnen das nicht ermöglichen durch Waffenlieferungen? Ich tue mir schwer. Ich bin sehr Warum dafür. ermöglichen der Westen, also erstmal Deutschland sollte deutsche Interessen vertreten. Also und schlechte Beziehungen mit Russland sind nicht in unserem Interesse, Das in glaube ich unserem nicht. Nein, nein, Interesse. nein. Deutschland sollte nicht Deutschland, jetzt rein abstrakt, jetzt rein moralisch, reden wir jetzt gar nicht von Realpolitik. Deutschland und jedes Land sollte im Idealfall die Interessen von allen Menschen, die überall irgendwo auf der Welt leben, im Blick haben. Doch.
Das ist in unserer Idealwelt, ja sicher. Nein, nein, das, und das ist. außerdem, es ist nicht im deutschen Interesse, wenn jetzt die Ukraine von Russland eingenommen wird. Das ist nicht Wird im sie deutschen nicht, das hatte ich Interesse. vorhin schon erklärt. Das Also hattest, die es Ukraine ist wird lustig, als. wenn ich was sage, du sagst etwas, wir haben eine andere Meinung und du sagst, du hättest es erklärt und Ja, was somit ist heißt eine es andere Fakt. Meinung? Du hast eine durch nichts belegbare Unterstellung. Ich berufe mich auf die offizielle Position der russischen Regierung. Und dass Russland zu einem Friedensschluss mit Kompromissen bereit ist, das hat es ja schon im Frühjahr 2022 gezeigt. Damals hat es der Ukraine ein Angebot Nochmal, gemacht, dass ein das Rückzug ist kein hinter die Frieden. Das Linie. ist kein Frieden. Hä? Das ist dann Also, so, lass als mich doch hätten mal sie den Krieg ausreden. verloren. Ich Lass lasse mich dich doch mal gern ausreden. ausreden. Im Frühjahr 2022, das russische Angebot sah vor, dass es sich hinter die Linien des 24. Februar zurückzieht. Also das sah das russische Friedensangebot damals vor und die Ukraine hat das abgelehnt. Was sah es denn noch vor? Das ist mir ehrlich gesagt neu. Also, dass Russland jemals ein Friedensangebot gemacht hat, wo sie gesagt haben, nö, das alles, was wir jetzt erobert haben, das nehmen wir wieder, das geben wir zurück. Also, das ist mir wirklich neu. Wenn es dieses Angebot gegeben hätte und es so ist wie, und nicht noch andere Nachteile nach sich gezogen hätte, wie zum Beispiel, dass die Ukraine sich nicht schützen darf vor so einem Einmarsch, nämlich unter anderem durch einen NATO-Beitritt, oder dass sie sich nicht wirtschaftlich gen Westen wenden kann, wenn wirklich eine Friedenserklärung, also Frieden, wenn es eine Position als Verhandlungsbasis gegeben wurde, wo gesagt wird, jo, tut uns leid, wir geben es zurück und wir chillen nächstes Mal. Wenn sowas gekommen wäre und sie lehnen es ab, dann bin ich bei dir. Aber ich hege sehr große Skepsis, dass das wirklich so ist, wie du das jetzt da darstellst. Also, Aber du das kannst mir wurde was schicken. bestätigt. Es gibt ja, es gibt mehrere Presseberichte, die diesen Vorgang der Ereignisse beschrieben haben, beispielsweise in Foreign Affairs. Das ist jetzt keine russische Propagandazeitschrift, Ich sondern es weiß, ist was eine Foreign Zeitschrift, die Affairs. vom Danke, brauchst Council on nichts. Foreign Relations rausgegeben wird, Abhängen. also im außenpolitischen Establishment der USA bestens vernetzt. Wann Das wurde wurde vom das? In ukrainischen welchem Issue? Chefunterhändler, vom israelischen Ministerpräsidenten, der bei Verhandlungen dabei war, alles bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Ja klar, ich möchte Neutralität sehen. der Ukraine plus Rückzug der russischen Truppen. Das war damals das Friedensangebot, was auf dem Tisch lag. Die Ukraine hat das auf Druck des Westens abgelehnt, weil Ja, der no, Westen no, eben Moment, eine Moment, Erfüllung Moment, des Krieges Neutralität wollte. der Ukraine. Ja, ich möchte nicht, dass die Ukraine neutral bleibt. Ich möchte nicht, dass die weiterhin, dass das nochmal passieren kann. Und dass dann die einzige Waffe, die wir haben dagegen, ist nochmal Sanktionen zu machen. Ich möchte, dass die Ukraine sicher ist. Und sie ist nicht sicher, wenn sie nicht Teil der NATO ist. Das hat Finnland auch erkannt zum Beispiel und haben angesucht für eine NATO-Mitgliedschaft. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Ukraine selbst entscheiden kann, wo sie hingehören möchte. Und das kann sie nicht, wenn dieses Abkommen unterzeichnet wird. Ich verstehe das, dass das die Ukraine abgelehnt hat. Wenn das die Bedingung ist, dann verstehe ich das. Es ist, wie gesagt, keiner hier ist für Krieg, um Gottes Willen. Aber die Idee, dass Ja, durch anscheinend dieses, schon. na die Idee, ja genau, aber die Idee, dass dadurch die Ukraine sicher ist, wenn ihr die Freiheit abgesprochen wird, sich selbst, Staat eigenständig zu entscheiden, mit wem sie paktiert und mit wem nicht, das ist ja, weiß ich nicht, das ist im Moonland vielleicht. Aber gerade die Souveränität eines Staates und die Sicherheit eines Staates geht ja genau davon aus, dass er eigenständig handeln kann. Ja, und das ist eine schwachsinnige Vorstellung. Also kleine Staaten sind sowieso nicht vollkommen souverän, sie sind eingebettet in einen Großraum. Aber Und sollten wir es nicht versuchen, so zu machen? ja, aber man kann doch nicht seine komischen Utopien als die Realität annehmen. Also wie gesagt, in der Ukraine führt das jetzt zu einem jahrelang unnötigen Krieg, den man jetzt sofort durch Verhandlungen beenden könnte und den man schon 2022 hätte beenden können. Und aktuell verschlechtert sich die ukrainische Position ja mit jedem Monat. Also die Ukraine hat schlicht und ergreifend eine viel kleinere Bevölkerung, die sie an der Front verheizen kann als Russland. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht up to date vollkommen bei dem. Ich würde mir das gerne anschauen. Aber diese Foreign Affairs, was du genannt hast, oder wo dann wo hast du gesagt, welcher Pressesprecher, der Pressesprecher der ukrainischen Regierung hat gesagt, dass diese Vorlage auf dem Tisch lag. Kannst du mir das schicken? Weil das klingt für mich too good to be true, ehrlich gesagt. Jo. Also er hat den damaligen Verlauf der Verhandlungen bestätigt. Also dass dieses Angebot auf dem Tisch lag, das ist schon seit längerem bekannt. Okay. Wie gesagt, die Ich Ukraine würde hat es dann. gern sehen. Ich würde es nur gern sehen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt genau googeln soll. Deswegen, ich würde es gern sehen. Ja, ich suche raus, ob ich den Interviewausschnitt hier immer noch habe. Das ist jetzt ein sehr kurzer Ausschnitt, den ich dir gleich schicken werde. Du musst dann gucken, ob das. Müssen wir dann gleich gucken, ob das der richtige ist. Ah, ich glaube, das war der.
Luigi, Servus. Jeder, wie er möchte, finde ich gut. Darf dann Kuba auch chinesische Waffensysteme horten? Ich verstehe deine Frage nicht. Wie soll ich sagen? Staatliche Souveränität? Ja, aber man kann Sta die Staaten können Souveränität auch abgeben. Aber sie müssen selber darüber entscheiden dürfen, ob sie das machen oder nicht. Und wenn die ukrainische Regierung sagt, wir wollen die Freiheit haben, uns mit dem Westen zu assoziieren und mit denen zu handeln und mit denen und sozusagen von denen geschützt zu werden durch den Beitritt zur NATO, dann ist das ja auch deren Recht. So. Luigi will auf die Kuba-Krise hinaus. Ja. Ja, bei der Kuba-Krise, die ist ein sehr gutes Nein, Beispiel das ist dafür, was dass ganz Staaten eben nicht anderes. komplett Nochmal. souverän sind. Nee, ist es nicht. Da wollte Kuba, um sich vor den USA zu schützen, im sowjetischen Militärbündnis beitreten, sowjetischen Atomwaffen bei sich Moment, Moment, installieren, die Moment. Die USA mit Krieg Idee, die gedroht, Idee, die solange bis die Idee. Sowjetunion sich zurückgezogen hat. Ja, aber nein, die Idee, dass Kuba sicherer geworden ist wegen der Atomraketen, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war ein genauso großes Risiko. Ich weiß jetzt nicht, ob man dort die Atomraketen hätte hinschicken können. Man muss allgemein sagen, die Welt, also die. Entschuldigung, ich muss dann gleich abheben. Davon auszugehen, dass Kuba sicherer geworden ist, weil sie dort die Atomraketen gehabt haben, die ganze Welt und auch Kuba ist damit unsicherer geworden. Also das Ja, aber das funktioniert wäre ja in der so Ukraine nicht. genauso. Darf ich? Ich bin unfassbar unhöflich. Ich muss das kurz nehmen, weil es scheint wichtig zu sein. So, jetzt bin ich hier alleine. Ich kann ja so lange auf den Chat eingehen. Da schreibt einer, ich wäre leichtgläubig gegenüber der russischen Regierung. Nein, das bin ich nicht. Also, dass es, ja, dass Absolut der zum Westen. Kotzen. War absolut Okay, unwichtig. ups. Sorry. Ach mein Gott. Wir waren gerade bei der Kuba-Krise. Ja, wir waren bei Und der du hast gerade Kuba-Krise. gesagt, dass die Kuba, also dass Kuba durch diese Atomraketen unsicherer geworden sei. Und wieso sollte das in der Ukraine nicht so sein, wenn der Westen da seine Atomraketen hinstellt? Es kann ja unsicherer werden, aber sie sollen sich selber dazu entscheiden. Kuba hat sich selber dazu entschieden, deswegen war es okay. Wie soll ich jetzt sagen? Aus einer globalen Perspektive war es schlecht. Aber ich verstehe die Position Kubas, dass sie sagen, wenn sie die Schweinebucht-Invasion gehabt haben, dass sie dann diese Raketen da bei sich haben wollen. Trotzdem finde ich finde es abstrakt schlecht, also aus der universalistischen Perspektive finde ich schlecht, dass es stattgefunden hat. Aber ich finde es gut, prinzipiell auch wiederum, dass Staaten entscheiden können, wie sie sich verteidigen wollen. So, verstehst du, was ich meine? Du willst, dass Staaten jedem Bündnis beitreten können, denen sie beitreten wollen. Ja. Das ist eine völlig absurde Vorstellung, wenn man sich die Realität ansieht. So Wieso? Sie funktioniert sollen die Politik in Mö der Nein, nein, Realität nein. nicht. Sie sollen die Möglichkeit haben oder sie sollen selber darüber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Ja, aber sie entscheiden das doch nicht selber. Also wenn ein Natürlich Staat einen ist das Großraum alles kontrolliert und eingebettet. in diesem Großraum kommen Regierungen an der Macht, die dieser Hegemon nicht will, ja, dann sorgt er eben durch wirtschaftlichen Druck, durch Putschversuche, erstmal durch niederschwellige Arten der Beeinflussung, die politischen Entwicklungen in diesem fraglichen Land in seine Richtung zu bewegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es halt noch die offene militärische Intervention. Das hat die Sowjetunion bei den Warschauer Paktstaaten ja beispielsweise auch gemacht. In Ungarn Ja, 1956 oder in der klar. Tschechoslowakei 1968. Ja, Und die USA ich haben bin das in kein ihrem Tanky, Großraum ja. auch des Häufigeren gemacht. Also denk an die ganzen Putsche in Lateinamerika, die die USA unterstützt haben. Also das ist doch ein völlig normales Verhalten von Großmächten. Da jetzt so zu tun, als könnte jeder Staat frei entscheiden, Das das hat doch tue ich nichts mit der nicht. Realität zu Nein, tun. das tue ich nicht. Und wir müssen, wie soll ich sagen, in der Diskussion müssen wir auch darauf natürlich achten, dass diese Idealvorstellung trotzdem nicht so stattfindet. Nur trotzdem, wenn die ukrainische Bevölkerung sagt, ja, okay, oder wir sind bereit, diesen Krieg weiterzuführen, und wenn die Regierung dieses Friedensabkommen ablehnt, möchte ich denen, nicht, wie soll ich sagen, möchte ich denen, dann ist es nicht meine Position, ihnen reinzureden, sondern ihnen in ihrer moralisch rechtfertigen, also gerechtfertigten Abwehr dieses Krieges beizustehen, sage ich mal. Findest du nicht, dass sie sich Also, verteidigen wenn die sollten? Mehrheit der Bevölkerung einen Krieg gut findet, dann sollte man ihn weiterführen. Ist Nein, das jetzt dein man Argument? sollte das Selbstverteidigungsrecht dieser Nation wahrnehmen
Und wenn das eben nur möglich ist, indem man jetzt als Westen denen Waffen liefert, ja. Wenn sie es wollen. Ich würde jetzt nicht, also natürlich nicht, jetzt wenn die Regierung sagt, nee, wir verhandeln über Frieden, und dann der Westen, nee, wir schicken euch aber trotzdem Waffen und ihr führt das schön weiter, das ist nicht gut. Aber das ist ja auch so nicht passiert. Ja, aber die Verhandlungsposition der Ukraine verschlechtert sich ja. Also es ist ja nicht so, dass Dann die muss das Ukraine die sich Ukraine gerade. selber entscheiden. Ja, aber das Das tut sie obliegt nicht. Der nicht Westen mir. will, dass dieser Krieg weitergeführt wird. Diese Entscheidung, die wird nicht in Kiew, die wird in erster Linie in Washington entschieden. Ist das so? Ist die Ukraine nur ein Spielball und kann nicht selber entscheiden? Ja, selbstverständlich. Die gesamte Ukraine befindet Oh. sich in der Hand des westlichen Kapitals. Die ukrainischen Politiker und Oligarchen, die da an der Macht sind, die haben riesige Vermögen in Briefkastenfirmen. Also Zelensky war ja auch bei den Pandora Papers dabei. Also die können sich, wenn ihr Land heruntergewirtschaftet ist, im Westen, in ihren ganzen Villen, in ihren ganzen Besitzungen, die sie da haben, ein schönes Leben machen. Jetzt habe ich Also die aber ukrainische folgende Oligarchie, die Frage. vertritt doch nicht die Interessen des Volkes da. Ja, jetzt hab ich folgende Frage. Es gab ja lange Zeit die Debatte über die F-18 Kampfjets aus den USA. Ob die jetzt kommen, ob die geliefert werden. Wieso hat es da so lange. Selenskyj hat gesagt, schickt's mir die F-18. Warum? Was ist los mit euch? Schickt es her, ihr Arschlöcher. Wir müssen den jetzt in den Allerwertesten treten und so. Warum hat das so lange gedauert? Wenn der Westen wollte, dass die Ukraine diesen Krieg führt und diesen Krieg gewinnt, wieso haben sie das so lange gewartet und erst so langsam die Qualität der Waffen, die sie schicken, gesteigert? Wenn Also, das so wäre, wie du sagst, dann hätten sie doch gleich gesagt, nö, wir schicken euch das, was das unter Atomwaffen, das schicken wir euch. Also das Beste, was wir haben, ohne Atomwaffen. Hätten sie ja ja, weil der gemacht. Westen erstens weiß, dass man Russland keine Niederlage zufügen kann, und also keine richtige Niederlage, weil Russland im Zweifel immer mehr Rekruten rekrutieren könnte als die Ukraine. Und Und die zweitens, die Meerrekruten westliche laufen dann Strategie, in die Guided Missiles. Ja, genau. ja, die westliche Strategie eben, gar nicht ist, diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden, sondern ihn so lange wie möglich in die Länge zu ziehen. Das ist die westliche Strategie, damit Russland eben seine aktuelle Militärproduktion verbraucht, damit Russland möglichst viele Soldaten verliert, damit dieser Krieg möglichst lange braucht. Das ist die aktuelle westliche Strategie. Das heißt, die Ist nennt es sich Boiling the nicht Frog. das Das kannst du auch komplett. von Nein, es ist nicht die doch. Strategie, also das Ziel. Dass man Russland zurückschlägt. Es geht ja darum, allgemein, auch jetzt gegenüber China. China ist ja auch, zeigt ja immer wieder Aggression gegenüber Taiwan. Ist es nicht allgemein, dass. Taiwan ist ein Teil von China, völkerrechtlich gesehen. Genau. Ist ein Teil Ist von so. China. Ja. Ja, Taiwan ist, genau. Deswegen haben de facto alle Staaten dort eine de facto. Warum fällt es mir gar nicht ein? Embassy. Haben dort eine de facto Botschaft, nur dass sie es halt nicht Botschaft nennen. Deswegen wird es von fast allen Staaten so behandelt, wie als wäre es ein eigenes Land. Nein, wird's nicht. Fast kein Land der Welt erkennt Taiwan an. Das ist vielleicht eine Gruppe von Inselstaaten, die Taiwan anerkennen. Für alle, die es nicht wissen, es ist so in der Realität, in der tatsächlichen Realität. Weil der Westen abhängig von China ist und von billigem Arbeitspotenzial dort, sagen sie, ja, China. Taiwan ist ein Teil von China und kein eigenständiges Land. Genau. Aber in allen anderen Dingen, außer dass sie es so nennen, behandeln sie es wie ein Land. So, das ist leider, also wie soll ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die österreichische oder deutsche Botschaft, es ist keine Botschaft vom Namen her, aber erfüllt denselben Zweck. Dort heißt, aber de facto alles andere, wie man jetzt ein Land behandeln würde, unabhängig jetzt von irgendeinem, wie man jetzt nicht ein Bundesland behandelt würde, wie soll ich sagen, Taiwan wird nicht wie ein Bundesland von China behandelt, sondern wird wie ein eigener Staat behandelt, in der Praxis. Sieht man ja auch, wie Pelosi dorthin fliegt. Ja, Und aber es wie. ist nicht anerkannt. Ich glaube, wir bewegen uns hier im Kreis. Die Debatte haben schon andere geführt und es ist genauso gelaufen. Der eine sagt, ja, aber es wird behandelt wie ein Land. Und aus dem ganz einfachen Grund, dass der Westen nicht seine Handelsbeziehung zu China aufgeben will, tun sie so, als wäre es kein eigenes Land. Und sagen so, ja, ist ein Teil von China, auf dem Papier. In der Realität behandeln sie es ganz anders. Wir können uns da jetzt ewig im Kreis drehen. Ich empfehle da die Debatte zwischen Dylan Burns und Jackson Hinkle. Die haben das für 2 Stunden im Kreis gedreht. Schlauer wird man nicht, als wenn man das schaut. Ich Ja, aber es ist doch davon würde einfach, ich warum voll sollen wir weggehen. China mit der Taiwan-Frage jetzt provozieren? Also, Nein, nein, nein. Es geht darum, zu zeigen, dass auch wenn ein Land militärisch übermächtig ist, was Russland vor den Unterstützungen aus dem Westen gegenüber der Ukraine war, dass selbst wenn das so ist, dass das für das Land wirtschaftlich und militärisch so schädlich ist, einen Angriffskrieg zu führen, dass China gar nicht auf die Idee kommt, das mit Taiwan zu
probieren. Wenn jetzt Russland Erfolg hat und sieht, na, der Westen, der hat da jetzt eigentlich nicht wirklich gut dagegen halten können, ist Taiwan das Nächste. Ganz easy. Das ist Das sieht so, man das ist. ganz klar an der Strategie mit den Grenzüberschreitungen. Also ich weiß nicht, dass jeden Tag irgendwie 20 Mal oder so wird der Luftraum über Taiwan unangemeldet von chinesischen Kampfjets während Übungen überflogen. All das sind klare Zeichen der Aggression. Das Nein. Schlechteste in der Situation wäre jetzt, wenn Also, Russland Erfolg hätte mit dieser Strategie. als die Ukraine versucht hat, die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk zurückzuerobern, war das auch ein Zeichen der Aggression? Moment, zurückzuerobern. Ja, Du meinst, also dass als die, die dass die, 2014 ihre dass. Unabhängigkeit erklärt haben. Also du kannst doch nicht sagen, das Ja, so Völkerrecht in der funktioniert das Ukraine ganz, nicht. ganz wichtig, die Ukraine kann alles zurückerobern, was ihr völkerrechtlich gehört, So aber in funktioniert das China Völkerrecht völkerrechtlich nicht. scheißegal. Nein, es können nicht einzelne Staaten innerhalb eines Staatsgebiets sagen, dass sie nicht Teil von diesem Staat sind. So Was hat funktioniert denn das Ta nicht. also Nicht eins, was wird denn nicht. in Taiwan argumentiert? Hä? Ja, das ist ja Was was wird ganz denn? anderes. Das ist eine kleine Insel. Das ist außerhalb vom Mainland. Das ist eine ganz andere Position. Ja, Das ist, Taiwan schau ist. her, wenn jetzt die ganze Krim sagen würde, also wirklich die ganze Krim, wir sind jetzt komplett eigenständig. Ist das was anderes, als wenn einzelne Städte sagen, sie sind eigenständig? Du wirst jetzt sagen, es hat die Krim gemacht, Oblasten. hat sie Das waren nicht. ganz normale Oblasten in der Ukraine. Das waren Oblasten, die gesagt haben, wir sind eigenständig. Nein, was nochmal, was ändert das jetzt daran? Also Taiwan wird Ist von. dein Argument Schau, jetzt, dass nein, eine nein, nein, Insel nein, sich nein, okay. abspalten darf, Nein, aber eine Entschuldigung, andere ich Region verstehe gerade, nicht? ich versteh grad, dass ich vollkommen, dass ich gegen das Falsche argumentiert habe. Ein Staat ist das, was von allen Staaten anerkannt wird. Ob das jetzt öffentlich so ist, jetzt über öffentliche Anerkennung von wegen, das ist ein Staat und das ist kein Staat, oder Praxis, kann man diskutieren. Ich würde sagen, es hängt vor allem von der Praxis ab, weil zum Beispiel jetzt Vatikanstadt wäre jetzt auch nicht so behandelt, wie wäre das jetzt so ein Land wie. Weiß ich nicht, Japan oder so ein ganz eigenes Staat. Obwohl alle sagen, ja, ist ein eigener Staat. Genauso ist es mit Taiwan, nur umgekehrt. Wir sagen, der Westen sagt, damit wir unsere Handelsbeziehungen zu China aufrechterhalten, dass das kein Land ist. Aber de facto behandeln wir es so wie eines. Das ist ganz anders, nicht nur der Westen, das machen fast alle Länder weltweit, behandeln es wie ein de facto eigenständiges Land. Anders ist es mit Donetsk und Luhansk. Da ist es eben genau umgekehrt. Da sagen die, dass sie eigenständig sind. Nur keiner akzeptiert es von der UN und keiner sagt und keiner behandelt es so. Also nicht nur, dass sie offiziell nicht sagen, dass sie eigenständig sind, sondern sie behandeln es auch nicht so. Sie hatten jetzt nicht irgendwie Bemühungen gehabt, dass sie dort Botschafter hinschicken oder so. Ja, aber Taiwan wird doch auch von niemandem anerkannt, außer von ein paar kleinen Nein, Inselstaaten. Also nein, da hast du die gleich. nein. Nochmal. In der Praxis wird es anerkannt. Es wird Ja, du machst da jetzt so behandelt eine wie ganz ein seltsame Land. Rechnung auf. Also auf die Ebene brauchen wir es erst gar nicht führen. Also wenn die Länder es nicht als Staat anerkennen, dann erkennen sie offensichtlich an, dass das ein Teil Chinas ist. Und das ist seit dem nächsten Besuch in Wir drehen der uns im Kreis. Du US-Regierung in China so. Also doch, das ist die westliche Haltung, dass Taiwan Teil von China du ist. sagst Das ist die Haltung gerade, aller westlichen ich Regierungen, habe die dir das offizielle. gerade erklärt und du sagst, Computer sagt nein. So drehen wir uns gerade im Kreis. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das erklären soll. Aus geopolitischen Gründen, Ja. nein, aus wirtschaftlichen geopolitischen Gründen, sagen die westlichen Staaten, vor allem die USA, ja, Taiwan ist kein eigenes Land. Andererseits behandeln sie es in allen anderen Bereichen so wie ein eigenständiges Land. Das heißt, das, was ich gesagt habe, ist akkurat. Ja, bitte, wir sagen, es ist ein Teil von China, bitte, China handelt es mit uns, aber in Wahrheit, mit Augenzwinkern, wir wissen, wie wir es behandeln und wie es von der öffentlichen, also von der öffentlichen, von der UNO gesehen werden sollte. Wie gesagt, der einzige Unterschied zwischen diesem US American Foreign Institute oder so, wie das heißt in Taiwan, und der Botschaft ist, dass es nicht Botschaft heißt. Es ist, ich weiß nicht, ich habe diese Debatte schon so oft gehört und sie dreht sich immer im Kreis, sie wird nicht spannender. Was heißt, sie wird nicht spannend? Also wenn der Westen jetzt versucht, Taiwan wirklich als unabhängigen Staat anzuerkennen, also ist dieser de facto Unabhängigkeit eine de jure Unabhängigkeit zu machen, also dann bedeutet das Krieg.
Also die wenigsten souveränen Staaten akzeptieren das, dass man Teile aus ihrem Staatsgebiet rausreißen will. Das war in der Ukraine so, aber das ist natürlich auch bei China es ist so. Ja nicht, also, es ist ja nicht, dass es rausgerissen wird. Die haben seit langer Zeit dort eine eigenständige Verwaltung, die unabhängig von China agiert. Weil sich die Menschen dort durchgesetzt haben. Weil die den Bürgerkrieg verloren hatten. Ja, genau. Weil die dort gesagt haben, nö, und jetzt hat das scheinbar eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung. Ja, so funktioniert das. Ja, und China war bisher nie gewillt, das militärisch zu lösen. Aber wenn der Westen da jetzt provoziert und versucht... Der Westen provoziert dort? Ist das so? Ja, selbstverständlich. Habe ich denn nicht gerade von den... Waffenlieferungen an Taiwan ankündigt oder da dauernd hohe Diplomaten vorbeischickt. Natürlich sind das Provokationen. Wie würdest du das denn sonst interpretieren? Also, ist das, was China macht? China ist viel aggressiver. Okay, also, Moment. Militärübung abhält, ist eine Provokation ist eben, für dich. Darüber streiten wir gerade eben. Du machst gerade begging the question. Du greifst vor. Ob es Teil vom Staat ist, darüber diskutieren wir. Was China macht, ist an der Grenze, es gibt ja eine wirkliche Grenze, aber so im Bereich um Taiwan bauen die ihre ganze Marine auf. So, jetzt habe ich wieder die Worte. Was der Westen sagt ist, ey Leute, macht es nicht, bitte, wir helfen im Zweifel. Weil wir finden das nicht in Ordnung, dass ihr da jetzt mit Waffengewalt droht, als China, dass China jetzt da mit Waffen droht, nach Taiwan einzumarschieren. Das ist alles. Das heißt, was China macht, bringt sich militärisch in Stellung. Der Westen sagt, bitte nicht, im Zweifel helfen wir Taiwan. Wer provoziert da mehr? Derjenige, der droht, diese Insel anzugreifen, oder derjenige, der sagt, wenn sich diese Insel angreift, dann helfen wir denen, dass sie sich verteidigen können. Wer ist da der Aggressor? Also... Nach der Logik Russland in der Ukraine ja auch nur ein Verteidiger der ostukrainischen Gebiete, die von der Ukraine angegriffen wurden. Wenn du jetzt der Ansicht bist, dass Donetsk und Luhansk Teil waren von... Nach deiner Argumentation wäre das so konsistent angewendet. Nein, nochmal, weil es eben darum geht, dass es von der weltweiten Staatengemeinschaft anerkannt werden muss. Das ist das für mich das relevante Kriterium. Ja, und das ist Taiwan nicht. Du sagst, Taiwan ist es in der Praxis. Mein Gott. Ja, wie gesagt, das hat historische Ursachen, aber die Mehrheit der Länder ist halt der Meinung, dass Taiwan kein eigener Staat ist. Sie sind nicht der Meinung. Sie sagen es nur nicht, weil sie mit China handeln wollen. Du verstehst es nicht. Ja, genau. Wir drehen uns im Kreis. Weil man sich auf eine Ein-China-Politik international geeinigt hat. Und der Westen versucht diesen Konsens, also jetzt noch nicht offen, aber man versucht diesen Konsens immer mehr zu torpedieren. Und Jetzt verstehe ich es nicht. Also der Westen sagt, ein China. Aber jetzt möchte der Westen auch, dass zwei China international akzeptiert wird. Also was will der Westen jetzt? Will er jetzt ein China oder will er zwei China? Der Westen provoziert China, beispielsweise indem er hohe Diplomaten in Taiwan vorbeischickt und der Das macht er aber schon lange Zeit. Das macht er schon lange. Nein, das macht er schon lange. Also mindestens seit den 2000ern werden regelmäßig Diplomaten dorthin geschickt. Und ständig... Ja, was ja auch schon Provokation sein und ständig irgendwelche Militärübungen im südchinesischen Meer durchführt. Ich meine, was hat der Westen im südchinesischen Meer zu tun? Weißt du, was ich problematisch finde? Wie du mit Aggression umgehst oder Provokation. Ist es keine Provokation, also es ist für dich eine glasklare Provokation, wenn Staaten sich dazu entscheiden, Diplomaten loszuschicken in einen Teil von einem Land, was du jetzt China sagst. Das ist eine Provokation. Ist aber keine Provokation oder keine Aggression, wenn jetzt sich China in Stellung bringt mit ihrer Marine um Taiwan herum. Das ist keine Aggression für dich. Militärmanöver, Waffenlieferungen, sind das keine Provokationen? Wo sind denn Militärmanöver? Im südchinesischen Meer andauernd. Ja, nachdem die dort ihre Marine aufgebaut haben. Nochmal. Das ist jetzt eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich weiß, ich kann das auch nicht hören. Nein, ich kann das nicht hören, weil das so oft verwendet wird. Aber in diesem Fall halt tatsächlich. China, seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine, bauen sie dort ihr Militär auf. Und jetzt mit gewisser Verzögerung bringt sich dort die USA auch in Stellung, um zu signalisieren, hehe, bitte macht's das nicht. Natürlich ist da auch eine implizite Drohung dabei. Aber die Drohung ist nicht, wir greifen China an, sondern die Drohung ist, wenn China Taiwan angreift, dann helfen wir Taiwan. Das ist was ganz was anderes. Das ist eigentlich eine Täter-Opfer-Umkehr, wie sie im Buche steht. Weil es gibt sogar eine zeitliche Abfolge. Also diese Kategorie Täter-Opfer in der internationalen Politik, die ist völliger Schwachsinn. Aber jetzt habe ich die USA liefert darf ich Taiwan da noch was Waffen. Fragen, ja? Du kannst doch nicht sagen, wir liefern da jetzt Waffen hin und aber dann sind wir das Opfer, wenn wir Waffen an den Teil eines anderen Landes liefern, der sich gerne unabhängig machen will. Also das ist doch, hä? Jetzt habe ich aber folgende Frage. Wenn China
seine Marine um das La um diesen um diese Insel in Stellung bringt. Wieso behandelt sie das dann auch nicht irgendwie wie ein anderes Gebiet? Wie nicht? Weil China wird sie ja nicht China selber angreifen, einfach so zweifellos. Sie muss ja, China erkennt ja scheinbar, dass das nicht so ganz wahrgenommen wird als Teil von China und das müsste es das zurückerobern, damit es wieder Teil des Staates wird. Ja, und bisher hat China da immer drauf friedliche Verhandlungen gesetzt. Aber wenn der Westen jetzt weiter provoziert, dann könnte es halt sein, dass China die Wiedervereinigung gewaltvoll vollziehen will. Schau, wir drehen uns da jetzt im Kreis. Du sagst immer, dass der Westen provoziert, indem er auf Chinas Aufmagazinierung um Taiwan herum reagiert. Wir drehen uns im Kreis. Lass uns weggehen vom Thema. Ich weiß nicht, wie oft ich dasselbe sagen kann. Du wirst scheinbar nicht müde, immer wieder dasselbe zu wiederholen. Ich wiederum schon. Also gehen wir weg vom Thema. Wollten wir über Wirtschaftspolitik reden, da sind wir uns ja einig. Dass wir ein bisschen einen Themenwechsel machen. Weil ich finde wir haben dazu jetzt schon alles gesagt. Ich meine, ich werde dich jetzt nicht überzeugen, dass China nicht irgendwie based ist oder so und dass der Westen schuld ist an allem. Da Ich habe werde ich nie dich jetzt nicht gesagt, dass China überzeugen. based ist und ich habe auch nie gesagt, dass der Westen schuld an Ach allem ist. so, Unterstell mir ja. nichts, was ich nie gesagt habe. Ich habe einfach nur die Situation vernünftig analysiert. Und wenn man halt eine separatistische Bewegung innerhalb eines anderen Staates unterstützt, die ein gewisses Gebiet kontrolliert, dann provoziert man diesen Staat selbstverständlich. Also es war ja auch eine Provokation von Russland, dass es die ostukrainischen Separatisten unterstützt hat. Also das würde ich ja auch nie Ich sagen. würde das nicht einmal Russland Provokation nennen, ich hat würde sagen, das war Kriegsführung. ja, ich würde ja auch nie sagen, Russland hat doch da die Aber Ostukraine nein, nur nein, verteidigt. Und nein, nein, genau nein, so nein, argumentierst nein, du gerade in nein, Bezug auf nein, Taiwan. Also, aber wie Russland führt gesagt, wir Krieg. brauchen uns Der hier nicht, Westen wir führt brauchen nicht uns hier Krieg. nicht. Der Westen führt nicht Krieg in Taiwan, wenn er sagt, er würde sie im Zweifel unterstützen. Das hat eine Ja, ganz er andere liefert Waffen und Qualität. China verhält sich wesentlich friedlicher als die ukrainische Regierung 2014. Das kann man schon sagen. Naja, Ja, aber wie gesagt, wir natürlich, drehen weil uns da im gerade, Kreis. weil, ja, genau, natürlich verhält sich China friedlicher als die Ukraine 2014. Weil 2014 wurde die Ukraine auf der Krim angegriffen. Was soll, die Krim wurde annektiert. Natürlich verhält sich da die Ukraine weniger friedlich als fucking China, wenn China nicht angegriffen wird. Was? Wie Das hast gesagt, du da gerade sind gesagt. Separatisten auf dem chinesischen Staatsgebiet und die chinesische Regierung hat ihr gesamtes Staatsgebiet unter Kontrolle. Ich finde, schau Und her, jetzt da treffen provozieren halt, da ausländische treffen wir, Mächte nein, nein, dadurch, dass nein, sie nein, diese schau her, Separatisten mit Waffen beliefern. schau her, schau her, Was? da treffen jetzt zwei Argumentationen aufeinander. Taiwan sieht das anders. China sieht so. Ich finde es problematisch, dass du dich hier für China entscheidest. Prinzipiell einfach schon. Ich entscheide mich fürs Völkerrecht. Ach so, für das Völkerrecht. Es ist ja nicht so, als würde über das Völkerrecht debattiert. Ach so, bei der Krim, da gab es diese Debatte noch nicht. Da waren auf der einen Seite Idioten und auf der anderen Seite deine Seite, ja. Nein, der Unterschied ist, dass die Annexion von der Krim schon passiert ist. Im Nachhinein, wenn jetzt China Taiwan wirklich angreifen würde und wie das dann ausgeht, das wird dann in der Retrospektive natürlich anders behandelt. Da denke ich, kann man dann schon stärkere Schlüsse ziehen, als man es jetzt ziehen kann, weil da ja viele Eventualitäten noch hineinspielen, wie sich das zeitlich abfolgt, welche Waffen wann oder wie es zur Eskalation kommt. Das alles spielt da ja eine Rolle. Im Nachhinein kann man sagen, zur Krim, dass es eine völkerrechtswidrige Annexion war, weil jetzt die notwendigen Fakten schon da liegen. Das heißt, in der Retrospektive kann man natürlich sich auch als Völkerrechtler deutlich einfacher zu Situationen äußern, weil man die notwendigen Tatbestände halt kennt. Das ist der Unterschied. Und deswegen traue ich mir diese Zuspitzung zu, die du gerade vorhin ja, zwischen Idioten und Völker und Rechtsexperten oder was auch immer ich gesagt habe. Das traue ich mir zu, weil dieser Prozess de facto abgeschlossen ist. In Taiwan hängt das halt alles viel mehr in der Luft. Und deswegen sozusagen, als wäre das abgeschlossen und du beziehst dich auf das Völkerrecht, indem du halt den einen Völkerrechtlern zuhörst, die in der starken Opposition von vielen anderen sind. Da findet halt noch wirklich eine tiefere Debatte statt als zur Krim jetzt. Ah ja, da bei den Punkten, wo der, ja, bei westlichen Völkerrechtlern wahrscheinlich. Natürlich hat da immer auch eine territoriale Verbundenheit, ist da natürlich auch ein Faktor. Aber
Wollen wir jetzt auch deswegen allein alles Völkerrecht wegwischen, weil wir sagen, na, Nein, das eben ist nicht ja. wegwischen. Wir sollten uns versuchen, dran zu halten. Und Taiwan gehört völkerrechtlich zu China, genauso wie die Krim völkerrechtlich zur Ukraine gehört und die ostukrainischen Gebiete. Und natürlich braucht man auch immer, muss man versuchen, in der Realität Konflikte friedlich zu lösen. Das heißt, wir sollten natürlich alles dafür tun, damit China nicht in Taiwan einmarschiert und uns für eine friedliche Lösung einsetzen. Genauso sollten wir alles dafür tun, dass der Ukraine-Krieg endlich friedlich endet. Und wir sollten nicht auf Gewalt setzen. Und du argumentierst in beiden Konflikten für eine kriegerische Lösung. Dafür ja, genau, die kriegerische so Lösung, die nicht, Moment, die nicht kriegerische Lösung wäre jetzt zum Beispiel Taiwan zu sagen, ja, wenn China interveniert bei euch, interveniert, Euphemismus, wenn China euch angreift, sorry, ergebt es euch halt. Das ist die nicht kriegerische Lösung? Ja, absolut. Ja, absolut. Okay, das heißt, du bist einfach gegen die Selbstbestimmtheit von territorialen Nein, Gegebenheiten. Bin ich nicht. Ich bin dafür, dass sich ans Völkerrecht gehalten wird. Nochmal, das haben wir auch schon gesagt. Völkerrecht wird, ist, was heiß diskutiert ist. Und gerade zu Taiwan gibt es sehr viele divergierende Meinungen. Da kannst du dich nicht auf das Völkerrecht beziehen. Da bin ich noch deutlich legitimer, indem ich mich auf das Völkerrecht beziehe bei der Krim. Ja, aber du merkst doch die Inkonsistenz bei dir. Die russischsprachigen Minderheiten in der Ostukraine, die haben kein Recht auf Selbstbestimmung, aber die, Taiwan hat plötzlich dieses Recht auf Selbstbestimmung. Du merkst doch, dass sich das widerspricht. Aber ich glaube, das relevante Argument hatte ich schon dreimal gebracht. Das ist meine Line, die darf nur ich verwenden. Aber ja, nein, du hast recht. Ich möchte nur nochmal auf das darauf eingehen. Das Wichtige ist, die de facto Anerkennung von der Staatengemeinschaft, die es einfach nicht aufs Papier schreiben möchte, aber in allen anderen Belangen Taiwan wie einen eigenen Staat behandelt. Aber ja, gut. Lassen wir das.